Was soll das? Warum steigt die Börse gerade trotz so vieler Katastrophen? In diesem Video gibt's 5 Gründe für den Wahnsinn. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. In diesem Video gibt's die heißesten News und Charts rund um die Börse. Du erfährst heute, warum uns ein wichtiger Indikator jetzt richtig Bauchschmerzen bereitet. Es gibt einen mindblowing Chart zur Inflation und ich verrate euch, warum diese gute Börsenwoche sowas von logisch war. Und jetzt legen wir los. Die EZB hat es getan und zwar heftiger als erwartet. Die erste Zinserhöhung in Europa seit 11 Jahren und zwar um 50 Basispunkte. Aber der wahre Aufreger dieser Woche war eigentlich Italien. Mario Draghi wollte erst zurücktreten, dann hat ihn das halbe Land bekniet, es doch nicht zu machen. Er hat sich nochmal ein bisschen überlegt, um dann drauf zu kommen, dass er doch lieber Lust hat, zurückzutreten. Die Lage bleibt also angespannt und hochgradig unsicher und die EZB hat ein bisschen Angst vor den Geistern, die sie gerufen hat und zwar schon damals 2012, als damals auch die Zinsen erhöht wurden und da seht ihr jetzt Frau Lagarde ja in unsicherer, ängstlicher Pose und ängstlich sind vor allem viele, die jetzt auf die italienischen Staatsanleihen schauen. Nämlich, dass die Limits getestet werden. Schauen wir mal kurz auf die Rendite italienischer Staatsanleihen. Die hat zuletzt wieder angezogen. Ist noch nicht auf dem Hoch, was wir schon vor kurzem gesehen haben. Aber jetzt wird natürlich befürchtet, dass die Trader ja testen wollen. Wie hoch können wir das treiben, bis die EZB schließlich einschreitet? Aber die EZB wäre natürlich nicht die europäische Zauberbank. Copyright an Robert Halber für diesen Ausdruck. Sie wäre nicht die europäische Zauberbank, wenn sie nicht schon einen neuen Zauberstab im Köcher hätte. Denn die EZB hat sich ja jetzt um ihr eigentliches Mandat, die Preisstabilität, gekümmert. Das ist ja auch eigentlich lästig. Es gibt ja viel spannendere Sachen, zum Beispiel neue Kriseninstrumente erfinden. Das Transmission Protection Instrument, TPI, das ist jetzt das neue Ding. Und worum geht's? Natürlich mal wieder um unbegrenzte Anleihekäufe einzelner Länder. Es fühlt sich also alles nach Vergangenheit an und vor allem riecht es ein bisschen nach whatever it takes. Und besonders witzig finde ich die Schlagzeilen jetzt. Es gibt endlich wieder Zinsen. Leute, wir müssen mal auf den Realzins schauen. Also die mickrigen Zinsen, die es jetzt wieder gibt, abzüglich der Inflation. Und da kann einem als Sparer ganz anders werden. Also bislang ist diese Zinserhöhung höchstens ein Sturm im Wasserglas. Und investieren ist, glaube ich, nach wie vor die bessere Option. Und jetzt kommen wir zum Marktbriefing und zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass Goldman Sachs und die UBS so schwarz sehen für europäische Aktien wie seit 2008 nicht mehr. Was heißt das jetzt konkret? Schauen wir mal kurz auf einen Chart und da seht ihr jetzt, es wäre ein sehr schlechtes Jahr, nämlich mit einem Minus von mehr als 9%. Aber was wichtig ist, wenn wir jetzt diese Basisprognose, also hier diesen blauen Strich uns anschauen, dann würde das heißen, bis zum Jahresende würden die Aktien immerhin noch ein bisschen steigen. Und Leute, ihr müsstet stark sein, denn es ist passiert. Der Leading Economic Index ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Und ihr wisst, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen für die Konjunktur. Es ist jetzt auch keine große Überraschung, wo wir gerade stehen. Aber jetzt kommt das große Aber. Warum könnte das vielleicht gar nicht mal so schockierend sein? Das ist ganz einfach, weil eigentlich eine Rezession an der Wall Street keinen mehr so wirklich schockiert. Schauen wir hier auch mal auf einen Chart und man kann sagen, eine Rezession ist jetzt eigentlich schon Konsens. Es ist sozusagen an der Wall Street das Basisszenario und ihr wisst ja, wenn es keine negative Überraschung wäre, dann hat es natürlich schon mal einen gewissen Schrecken verloren. Und was mir Hoffnung macht, dass die Analysten schon ordentlich was zusammengestrichen haben, natürlich nicht alle, das ist wichtig, aber Goldman Sachs ist da schon ordentlich vorgeprescht. Für den Stock 600 haben sie jetzt die Gewinnerwartungen für dieses Jahr schon ordentlich zurückgenommen, nur noch bei 7%, das ist die Hälfte, was so der Konsens ist. Also da ist natürlich noch viel Luft bei den anderen nach unten, aber wie gesagt, da ist jetzt schon mal auch einiges drin in den Schätzungen und vor allem für 2023 ist das schon richtig pessimistisch bei Goldman. Da haben sie es einfach mal von 5% runtergenommen auf satte 0%. Und wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen langfristiger anschauen, dann kann man beruhigt sein, selbst wenn die Rezession kommen sollte. Denn, schauen wir mal drauf, es braucht schon wirklich eine heftige, heftige Rezession, um das Ganze jetzt wirklich nachhaltig aus der Bahn zu schießen. Ihr seht hier kleine Rücksätze, aber normalerweise erholt man sich dann auch wieder relativ schnell davon. Ein Hoffnungsschimmer diese Woche war auch die Marktbreite. Da gab es einen richtig guten Tag und zwar den besten für die Marktbreite an der New Yorker Börse seit, haltet euch fest, seit dem 4. Januar 2019.
Aber euphorisch muss man jetzt noch nicht werden, denn wenn man mal auf die Zahlen genauer hinschaut, 25% der Aktien im S&P 500 stehen tatsächlich niedriger als vor einem Monat. Und das, obwohl wir jetzt eine relativ gute Woche gesehen haben. Und wenn wir mal auf die Durchschnitte schauen, wer über der 200-Tage-Linie notiert, das ging ein bisschen nach oben von 13% auf 18%. Aber ja, Beruhigung ist da noch lange keine angesagt. Kurzes Fazit zum Bärenmarkt und dieser Woche. Leute, der beste Tipp ist vielleicht gerade einfach immer mit dem Gegenteil rechnen. Der Bärenmarkt lässt sich eigentlich mal ganz schön beschreiben wie eine Achterbahn. Ja, Gegenbewegungen gehören einfach mal dazu und das kann natürlich auch einfach nur eine klassische Gegenbewegung sein, die wir diese Woche gesehen haben. Es gab ein paar positive Überraschungen. Gleich gibt's die 5 Gründe, sofort, wirklich im nächsten Take, weil viele von euch, glaube ich, nicht so ganz verstehen, was da gerade los ist. Und das Gegenteil, ja, das ist, glaube ich, das Beste, wenn man das erwartet, denn jetzt könnte man schon wieder den Fehler machen, dass man denkt, oh, es ist jetzt alles gut. Es gab natürlich ein paar gute Anzeichen, aber jetzt zu denken, okay, jetzt sind wir einfach mal wieder ein paar Tage im Plus gewesen und jetzt ist alles gut, jetzt ist alles vorbei. Also das könnte ein massiver Denkfehler sein. Also wenn man jetzt FOMO hat und dem wieder hinterherläuft, jetzt gierig wird, also einfach locker und entspannt bleiben. Und jetzt kommen wir zu unserem Dossier. Was soll das? Wie kann das sein? Warum steigen die Kurse jetzt? Die Welt ist ein gefühlt riesengroßes Irrenhaus. Es geht drunter und drüber und die Börse steigt. Jetzt kommen 5 Gründe dafür. Erster Grund, wir sind so bearish, dass wir eigentlich schon wieder bullish sein müssen. Und wir schauen jetzt mal auf 2 Charts. Hier seht ihr momentan, das sind verschiedene Sentiment-Indikatoren und da seht ihr Risk-Off. Ja, da ist sehr, sehr viel Risk-Off und noch ein weiterer Chart. Ihr seht, ja, die Profis sind so niedrig investiert wie quasi noch nie, beziehungsweise noch niedriger investiert als während der Finanzkrise 2008. Also momentan, die Stimmung ist eine Katastrophe. Das hat mich auch dazu veranlasst, wirklich in der letzten Woche auch schon mal deutlich bullisher zu werden. Wir haben ja erst das Tech-Aktien-Depot gemacht. Auf dem Börsentag habe ich auch schon versucht, das Ganze ein bisschen umzudrehen. Wirklich mal sagen, okay, wir haben jetzt sehr viele negative Szenarien, sehr viele negative Narrative. Was wäre denn, wenn nur ein positives Mal dabei auftritt? Ich kann euch auch nochmal das Video empfehlen. Crash-Propheten hassen dieses Video. Also klickt euch hier oben unbedingt nochmal rein. Und wie gesagt, die Rezession ist ja jetzt auch schon ein Basisszenario. Also da seht ihr mal, wie negativ dieses ganze Gebräu ist. Und dann ist es natürlich nicht so schwer, mal nach oben zu überraschen. Der zweite Grund ist relativ einfach. Es müssen halt teilweise einfach mal Shorts eingedeckt werden. Das ist immer die Gefahr, ja, dass es einfach mal nach oben schießt. Also das bitte immer auf dem Zettel haben. Es kann immer einfach mal nach oben gehen und deswegen ist das Shorten, wenn man da einfach sagt, oh, ich lege jetzt da alles rein und setze jetzt alles auf fallende Kurse, das kann einfach schnell nach hinten losgehen. Und wie gesagt, im Bärenmarkt einfach eine Gegenbewegung, die ist, auch wenn es noch so schlecht und noch so düster ist, immer möglich. Und der dritte Grund, ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen, das hat Costolani auch mal schon gesagt, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und wir haben es jetzt ganz gut gesehen, Putin und das Gas, das war ja auch so ein Punkt, was ich letzte Woche schon angesprochen hatte. Wir hatten auch das Interview mit Christian Rieck am Montag, auch Robert Halver hat gesagt, er glaubt nicht, dass Putin das Gas abdreht. Es ist erstmal gut ausgegangen, also es fließt erstmal wieder so viel Gas quasi durch Nord Stream 1 wie zuvor. Aber jetzt ist auch schon wieder das Gegenteil möglich. Also es gibt schon wieder Spekulationen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, es war erst das Narrativ, okay, um Gottes Willen die Gaskatastrophe, jetzt das Gegenteil. Und jetzt muss man natürlich auch schon wieder schauen, okay, wie geht das weiter? Die Welt ist jetzt noch lange nicht in Ordnung. Und der vierte Grund ist jetzt vielleicht sogar der wichtigste. Es sind die niedrigen Erwartungen. Das schließt auch ein bisschen an Punkt 1 an. Ja, wir sind so bearish, dass wir dann schon wieder bullish sind. Und Netflix ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die Zahlen waren nicht wirklich gut. Ja, man hat Abos ordentlich verloren, aber die Aktie ist trotzdem gestiegen. Warum? Weil die Erwartungen einfach katastrophal waren. Und wenn ich jetzt natürlich mit dem Schlimmsten rechne und es wird dann trotzdem noch relativ schlecht, dann ist das trotzdem unterm Strich besser als erwartet. Und das ist natürlich bei einigen Aktien so. Also da seht ihr schon, einfach wirklich, es wird momentan so tief gestapelt, die Stimmung ist so scheiße, dass dann eine positive Überraschung relativ einfach ist. Und der fünfte Punkt ist dieses klassische Fait accompli. Das habe ich auch schon öfter erklärt. Ja, vollendete Tatsachen, dass einfach natürlich die letzten Wochen, Monate schon diese ganzen Risiken rauf und runter diskutiert wurden. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, worüber die Leute reden, darüber muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Und wir haben ja diese Woche gesehen, vielleicht ist es auch schon ein gewisser Abstumpfungseffekt, Krieg und alles, was Schlimmes schon in diesem Jahr passiert ist. Da schockt einen nicht mehr so viel. Bei der EZB war es ja auch so, es war überraschend. Es war ja eher mit 25 Basispunkten gerechnet worden, dann wurden es 50. Was ist passiert? Ehrlich gesagt, nicht viel.
Und jetzt kommen wir zu meiner neuen Lieblingskategorie und das ist der sogenannte Mind Blow. Und das Witzige ist, ich werde euch jetzt gleich einen Chart zeigen, der eigentlich gar nicht überraschend ist, aber der Mind Blow ist jetzt eigentlich, dass ich mir denke, okay, jetzt ist es tatsächlich bestätigt worden oder ein weiterer Hinweis darauf, ja, dieses Thema Angebotsschock. Da haben wir jetzt ja rauf und runter diskutiert, also das war ja lange richtig, aber ich habe das Gefühl gehabt, zuletzt hat sich das erst so in der breiten Masse durchgesetzt, nach dem Motto, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, das Angebot. Und viele waren immer noch davor. Und eigentlich haben wir vor Wochen schon gesehen, dass das Angebot schon bei vielen Sachen wieder sehr hoch ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Ganze mit der Inflation macht. Blenden wir das mal kurz ein. Und da seht ihr, ja, hier, Überraschung, Supply-Driven Contribution zur Inflation. Seht ihr das Blaue, wie das hier abgestürzt ist? Und das ist grundsätzlich natürlich ein sehr gutes Zeichen, denn wir haben natürlich auch die Demand-driven, also die nachfragegetriebene Inflation. Aber da ist natürlich dann theoretisch die Notenbank da. Also da wird ja einiges gemacht. Sogar die EZB hat jetzt ein bisschen was gemacht. In Amerika sind wir da schon viel weiter. Und beim Demand, da kann man natürlich was machen. Also da sollten die Zinsen schon greifen. Das heißt, das Inflationsthema, der Inflationshorror, es gibt, wie gesagt, gute Anzeichen, dass wir es zumindest einigermaßen in den Griff kriegen. Und jetzt kommen wir kurz zu meinem Depot. Was habe ich in dieser Woche gemacht? Ich habe nachgekauft bei Airbnb. Da gab es natürlich auch ein Video dazu. Könnt ihr euch hier oben nochmal reinklicken. Und ich habe einen Teil meiner inflationsgeschützten Anleihen abgestoßen. Ich habe da natürlich jetzt auch schon das verwendet für Airbnb. Aber ich will jetzt natürlich auch noch weiter nachkaufen. Natürlich, die Sparpläne, wisst ihr, laufen sowieso immer. Und ich muss sagen, ich habe mich fast ein bisschen geärgert, dass es jetzt schon so eine schnelle Erholung gab. Ich habe gehofft, dass es vielleicht erstmal sogar noch ein bisschen weiter runter geht. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch noch nicht durch. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt weiterhin beim DAX und Co. einfach steil wieder auf 14.000, 15.000 ohne Rücksätze nach oben marschieren. Also da gibt es sicherlich noch einige Einstiegschancen und es kam immer wieder die Frage, ja, bist du noch short? Wie geht es deinen Shorts? Momentan gerade bin ich nicht mehr short. Das ist ganz einfach, weil ich Gewinne mitgenommen habe. Das ist ganz wichtig. Das ist für euch immer schwer nachzuvollziehen. Ich habe es im Briefing vor 2 Wochen mal gesagt, dass ich den DAX wieder shorte. Das hat ganz gut funktioniert. Ich nehme die Gewinne dann immer relativ schnell mit. Aber ich muss jetzt natürlich auch sagen, zuletzt dieser steile Anstieg am Dienstag, da hat es mir dann auch einen Rest. Ich habe natürlich nicht alles verkauft vom Short, den hat es mir dann ordentlich auch zerlegt. Also zwischendrin, da gehören Verluste natürlich auch dazu. Also wenn jemand behauptet, jeder Short oder jeder Trade würde da aufgehen, das würde ich dann auch mit Vorsicht genießen. Aber das ist auch einkalkuliert. Mir geht es ja um eine gewisse Absicherung. Wenn ich unterm Strich mit den Shorts oder Longs, bin ich ja zwischendrin auch mal, wenn ich da einen Plus mache, dann reicht mir das. Das ist ja wie gesagt auch eher ein kleinerer Teil. Also ich zocke ja nicht mit dem Hauptteil meines Depots oder meines Vermögens. Also wie gesagt, das ist ganz wichtig. Für euch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Da wäre natürlich die Überlegung, wie man das vielleicht irgendwie greifbarer machen kann. Aber ihr wisst ja, so ein YouTube-Video, das braucht ja dann auch ein bisschen. Und wenn ich jetzt heute erzähle, was ich gestern gemacht habe, dann bin ich vielleicht schon wieder raus. Also alles etwas kompliziert. Da ist es dann natürlich mit so einer Aktie wie Airbnb etwas einfacher. Und jetzt kommen wir zur Inspiration für diese Woche und ich muss sagen, Leute, mir hat dieses Video diese Woche richtig Spaß gemacht, mit den Crash-Propheten einfach mal mit dieser Inversion alles auf links zu drehen und das Feedback war auch mega, das hat mich sehr gefreut und jetzt vielleicht mal die Inspiration für euch, egal was ihr gerade für eine Meinung habt, wie ihr investiert seid, vielleicht spielt doch selber mit euch einfach mal dieses Advocatus Diaboli, setzt euch vielleicht einfach mal hin, schreibt eure Thesen, Meinungen auf oder eure Investments auch, könnt ihr machen, was ihr wollt oder generell könnt ihr auch für andere Sachen in eurem Leben, die euch umtreiben, einfach mal aufschreiben und dann challenge das mal. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich glaube, dass der DAX steigt, dann sucht einfach mal nur nach Gründen, dass er fällt oder eben auch andersrum. Also dass man wirklich mal einfach versucht, aus seiner Meinung, aus seinem Denken rauszukommen. Ich glaube, gerade in dieser unsicheren Phase, egal ob positiv, negativ, dass das auf jeden Fall mal helfen kann. Interessant auch, passt ganz gut rein, der Chart. Schauen wir hier mal auf den Most Crowded Trade. Das ist momentan hier, das ist von der BofA, von der Bank of America. Hier diese Umfrage, also der Most Crowded Trade ist hier Long US-Dollar gerade. Also das ist vielleicht auch ganz gut, was man sich mal anschauen kann. Long All Commodities, das ist jetzt nochmal zumindest ein bisschen mal schon zurückgegangen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach mal Sachen, wo man vielleicht schon als Gesetz sieht, einfach mal ein bisschen zu challengen. Und da passt auch noch gut folgender Chart dazu, den wollte ich euch jetzt auch unbedingt noch zeigen, weil das einfach mal ein bisschen was anderes ist. Wie gesagt, der Leading Economic Index und das Rezessionsgeschehen, da gibt es ja schon viele Anzeichen dafür, viele Sachen, die negativ sind. Blenden wir mal das hier ein, und zwar Truck Tonnage versus S&P 500. Und zwar ist dieser Index gestiegen und der spiegelt eigentlich wieder her, dass es für die US-Economy, also für die US-Wirtschaft gar nicht so schlecht ist. Und es gibt auch ja durchaus eine Korrelation, also auch ganz spannend. Das heißt natürlich nicht, dass alles gut wird, aber wie gesagt, man findet
natürlich immer zur These A, auch schnell mal was, eine Gegenthese, ein Gegenbeispiel. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einmal sagt, okay, ich suche jetzt mal einfach nur nach Gegenargumenten und dann kann man sich vielleicht auch insgesamt ein besseres Bild draus bilden. So Leute, jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen dieses Videos. Noch ganz kurzer Community-Talk, ein paar Fragen, Anregungen, Kommentare von euch. Natürlich kamen sehr viele Bemerkungen. Klar, das war natürlich ein super Timing mit dem Tech-Depot, mit dem Zock, mit Biko oder Selling, besser gesagt, wie es früher hieß, ist abgestürzt. Also wir hatten das Video natürlich schon abgedreht. Das war, glaube ich, am Donnerstag und dann am Freitag ist die Aktie komplett abgesoffen. Was ist da los? Naja, die Zahlen waren halt einfach nicht gut. Das ist natürlich eine Hochrisiko-Aktie und solche Aktien werden dann natürlich gerade in diesem Umfeld gerne mal noch vermöbelt. Wichtig, wie gesagt, das ist ein kompletter Zock, deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Rolle spielt, so eine Aktie, die fällt halt dann auch mal schnell um 30, 40, 50%. Also ich habe sie nicht im Depot, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt auch erstmal nicht vor, sie zu kaufen. Das war jetzt einfach mal ein Beispiel für einen Zock. Da gibt es natürlich viele und wichtig, wenn man zockt, dann würde ich auch immer natürlich mir ein Zockerdepot machen und wirklich dann auf mehrere Werte setzen. Also jetzt nicht einen rauszupicken und zu sagen, der ist es jetzt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn bei solchen Zocks muss man einfach damit rechnen, dass die auf Null gehen, dass die wertlos werden. Deswegen ist ja quasi diese Herangehensweise, okay, ich mache mir dann vielleicht 20, 30 und wenn nur einer davon richtig aufgeht, dann bin ich vielleicht am Ende im Plus. Also wie gesagt, das ist das Wichtige beim Zocken. Ich kann mir nicht einen rauspicken und sagen, so, der ist es jetzt und das geht natürlich dann meistens schnell daneben. Vielleicht eine Idee, vielleicht mal so ein Penny-Stock-Depot in den kommenden Wochen, also wenn euch sowas interessiert. Aber wie gesagt, das ist wirklich mit sehr viel Vorsicht zu genießen und da würde ich dann auch immer nur wenig Geld rein, am besten schon abschreiben. Was jetzt noch ansteht, also wir haben jetzt mal drüber nachgedacht, Reaction-Videos zu machen. Vielleicht ist sogar schon eins, ja, haben wir schon eins fertig, vielleicht, ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr das feiert, würde mich natürlich sehr freuen und vor allem, ihr könnt natürlich auch mal Videos schicken, wenn ihr sagt, oh, ich habe da was gesehen und was hältst du davon, könntest du darauf reagieren, das wäre natürlich auch spannend. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das generell findet. Machen natürlich andere Kanäle auch. Ich finde das sehr interessant und belebt natürlich auch so ein bisschen die Diskussion, den Diskurs. Und was natürlich auch noch was wäre, vielleicht, dass wir auch mal live gehen, dass ich live gehe. Also ich habe neulich schon mal darüber nachgedacht bei der EZB-Sitzung am Donnerstag. Das hat dann so ein bisschen aus organisatorischen Gründen nicht geklappt. Aber würde euch das interessieren, wir können natürlich auch mal Q&As oder sowas machen. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt sind wir am Ende des Briefings angekommen. Leute, wenn ihr dieses Format feiert, dann gebt gerne Daumen nach oben und ich glaube, es gibt einiges zum Diskutieren in den Kommentaren. Wenn ihr Interviewgäste habt, die ihr gerne mal auf meinem Kanal sehen wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ich kann euch schon mal versprechen, ich habe diese Woche ja, ein paar Telefonate geführt, auch ein paar E-Mails geschrieben. Also es stehen schon Interviewtermine fest mit Gästen, die ihr kennt, die ihr liebt. Deswegen würde ich den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, unbedingt jetzt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bedanke mich jetzt bei euch für diese geile Woche, fürs Zuschauen, für euer Vertrauen. Es macht mir großen Spaß mit euch. Danke euch. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.